Der Flieger ist bereit, die Wirtschaftsdelegation ist eingestiegen. Es geht jetzt nochmal nach Indien. Indien ein wichtiges und natürlich auch großes und entsprechend auch schwieriges Partnerland. Aber Partnerland ist es. Seitdem die Ampelregierung im Amt ist, hat die indische Beziehung, die indisch-deutsche Beziehung nochmal einen richtigen Schub bekommen. Es gibt vielfache Kontakte. Viele Kabinettskollegen waren schon in Indien. Es gab indisch-deutsche Regierungskonsultationen hier in Berlin und die sollen gerne ausgebaut werden. In meinem Amtsbereich hat sich die Kooperation vor allem in Energiefragen gut entwickelt, eine stabile, sich fortlaufend verstärkende Beziehung im Bereich der Dekarbonisierung. Indien natürlich aus seiner Geschichte heraus, starkes Wachstumsland, sehr abhängig von fossilen Energien, ist noch nicht da, wo es selber hin will. Das sind wir aber in Wahrheit auch nicht in Deutschland. Insofern müssen wir uns ja nicht gegenseitig belehren, sondern am Fortschritt gemeinsam arbeiten. Das soll auch in dieser Reise so sein. Die wirtschaftlichen Beziehungen haben viele Aspekte, die alle ausgebaut werden können. Am Ende mündet es bei der Frage, schaffen wir es, ein europäisches indisches Freihandelsabkommen zu schließen. Das ist sehr viel komplizierter als mit anderen Regionen der Welt, weil Indien traditionell seinen Markt erschützt und die Investitionsbedingungen dort in dem großen Kontinent, in der bevölkerungsreichsten Land der Welt, manchmal komplizierter sind. Aber daran gearbeitet werden muss es und soll es. Und das wird sicherlich auch die Gespräche ganz stark prägen. Gerne. Und ist Indien nicht im Lager des Westens, was die Beziehung zu Russland angeht? Das betrifft Waffen, das betrifft aber auch Energie. Wie schwierig wird es da auf einen Nenner zu kommen? Es ist richtig, dass Indien den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nicht klar verurteilt und die Möglichkeiten, die es hat, russische Energie günstiger einzukaufen, ebenfalls nutzt, was ich nicht richtig finde. Umgekehrt muss man sehen, dass Indiens Beziehung in der militärischen Zusammenarbeit, in der wirtschaftlichen Kooperation mit Russland komplett eng war. Also sie kommen ganz woanders her und deswegen ist es ein dauerhafter Prozess, Indien jetzt ein Stück weit für den Westen zu öffnen, neue Beziehungen aufzubauen. Also ich bin nicht zufrieden mit der Unklarheit, was die Verurteilung des russischen Kriegs angeht. Das ist völlig klar. Das ist ein, da schauen wir verschieden drauf. Das ist ein gewisser Disput. Aber in der Entwicklung öffnet sich Indien natürlich und bewegt sich auch weg von Russland. Das muss man eben auch klar sehen. Insofern muss man die Historie der indisch-russischen Beziehung mit bedenken. Bis wann halten Sie denn ein Freihandelsabkommen mit Indien für realistisch und was sind die größten Hürden? Also geredet darüber wird schon länger und insofern ist Realismus, heißt, wenn man die Vergangenheit nimmt, dann wird es echt kompliziert und langwierig sein. Wenn man sieht, welche Dynamik wir entfachen konnten, auf europäischer Ebene neue Formen von Freihandelsabkommen zu schließen, dann wäre bis Ende des Jahres sicherlich zu erwarten, dass es ordentliche Fortschritte gibt. Ob es dann wirklich abgeschlossen und formalisiert ist oder man noch ein halbes Jahr länger braucht, das muss man dann sehen. Also da soll man dann auch nicht traurig sein, wenn es Weihnachten nicht unterschriftsreif ist. Aber wir reden hier über Monate oder über einen Zeitraum, der in diese Legislatur fällt, sagen wir mal so. Das ist, glaube ich, fair genug. Sie reisen nach Indien, bevor Sie nach China reisen. Warum? Ist das keine Dimension? Ja, das hat sich jetzt so ergeben, weil da das G20-Treffen ist. Indien hat den G20-Vorsitz. Der findet dieses Jahr, also das Treffen, zu dem ich jetzt gehe, das Energieministertreffen auf Goa statt. Und dann bietet es sich ja an, dann noch ein paar Tage dran zu hängen oder vorher zu kommen und Indien die Ehre zu geben, beziehungsweise uns die Möglichkeit zu geben, da tiefer einzutauchen. Also das ist jetzt durch den Terminkalender so entstanden. Aber die politische Frage dahinter ist schon richtig. Wir wollen ja die deutschen Handelsbeziehungen breiter aufstellen. Breiter aufstellen heißt nicht immer nur nach China schauen. Und Indien ist natürlich ein Wachstumsmarkt. Es ist das bevölkerungsreichste Land der Welt. Ein starker Spieler in Asien. Natürlich in der wirtschaftlichen Entwicklung nicht da, wo China ist. Und auch absehbar noch nicht da hinkommend, wo China ist. Aber mitzuhelfen, neue Beziehungen aufzubauen, dafür bietet sich Indien einfach an.